Hey meine lieben Freunde und willkommen zu diesem kurzen, kleinen The Herobrine Video, beziehungsweise ist eigentlich gar kein Video über The Herobrine, sondern es ist ein kleines Ankündigungsvideo und dient als Ersatz des Ezra Let's Plays. Im Chat werdet ihr auch sehen, hat jemand mein So Germany geschrieben. Ich konnte leider jedoch nicht drauf antworten, deswegen sei jetzt gerade Shavi-7 gegrüßt. Ich konnte wie gesagt nicht drauf antworten, aus dem einfachen Grunde, ich war hier gerade mitten in der Action drin. Ich bin The Herobrine oder der Herobrine gewesen in dieser Runde und mitten in der Action ist es sehr schwierig, dem Chat, ja, einerseits zu folgen, was ich aber dennoch probiere, und dann auch noch zu antworten, ist dann natürlich noch schwieriger. Und ja, ich hoffe einfach, dass euch das Gameplay gefällt und dass ihr mir jetzt für die nächsten paar Minuten euer Ohr leiht, wenn man das so schön sagen darf. Auf jeden Fall geht es um den Ezra 2.0. Der Ezra 2 oder 2.0, wie man ihn auch immer nennen möchte, braucht ja noch einiges, bis er rauskommt. Der Entwickler hat immer noch kein genaues Datum, also ob es jetzt eine Woche dauert, 3 Wochen, ein Monat, 2 Monate, vielleicht auch erst zu Weihnachten, wer weiß. Vielleicht auch gar nicht, weil das Team keine Lust mehr hat, das Entwicklerteam. Hoffe ich einfach mal nicht, aber wer weiß, wenn der Ezra rauskommt, der Ezra 2.0, müssen wir einfach schauen. Aber bis dahin will ich natürlich nicht auf die, ja, täglichen 11.30 Uhr Videos verzichten. Also, es kommt ja immer ein Abwechsel, also im Wechsel, Tropicraft und Ezra. Und anstelle der Ezra Videos, ja, möchte ich natürlich ein Ersatzprogramm bieten. Und da habe ich mir zwar schon einige Ideen im Kopf so überlegt, mir ist schon mal ein bisschen was durch den Kopf gegangen, aber ich habe noch keine wirklich konkreten Ideen dabei entwickeln können und deswegen ist es einfach mal jetzt an euch. Ihr dürft mir gleich, sofern das Video dann zu Ende ist oder sofern ich gleich noch was dazu gesagt habe, eure Ideen in die Kommentare schreiben, was ich denn anstelle des Ezra Let's Plays dann für Videos machen soll. Weil ich kann zwar tolle Ideen haben, wo ich sage, yo, die sind super genial, aber ihr, die Zuschauer, sagt dann, nö, finden wir nicht toll. Und deswegen ist es immer besser, wenn ich euch doch nach eurer Meinung frage. Ich würde sagen, das macht eigentlich relativ viel Sinn. Gut, auf jeden Fall, ja, würde ich dann sagen, kommen wir zu den Einschränkungen, was ihr mir nicht in die Kommentare schreiben dürft für Ideen. Und zwar akzeptiere ich nicht die Idee, mach jeden Tag Tropicraft, weil, das habe ich auch schon so oft beantwortet, nein, das ist mir zeitlich nicht gestattet. Mir und Elaine und mir ist es zeitlich nicht gestattet, diese, ja, massalen Folgen, darf man es ja auch nicht nennen, jeden Tag halt eine Folge Tropicraft rauszubringen. Geht einfach nun mal nicht, müsst ihr auch verstehen, werden auch die meisten respektieren und verstehen können. Und deswegen fällt die Idee mit Tropicraft jeden Tag leider ins Wasser oder leider flach. Auf jeden Fall, ja, hoffe ich einfach mal, dass ihr dafür Verständnis habt und dass die Idee halt leider nicht umsetzbar ist. Und die andere Sache wäre, dass so Survival Games oder so eher schlecht ist, weil bei Survival Games Servern komme ich momentan sehr, 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 sehr selten oder sehr, sehr schwer nur drauf. Deswegen ist das gerade momentan nicht wirklich ein guter Ersatz oder eine gute Ersatzmöglichkeit. Ich kann zwar vielleicht probieren, den einen oder anderen Tag Survival Games zu bringen als Ersatz, aber ich muss einfach da mal schauen, wie ich das Ganze hinkriege. Ansonsten könnt ihr mir gerne eure Ideen in die Kommentare schreiben, sofern sie nicht so unrealistisch sind, und zu sagen, ja, mach doch jeden zweiten Tag dann anstelle des Ezra Let's Plays eine Stunde Hunger Games. Das wird leider nicht funktionieren, dass ich dann so eine Stunde Videos zum Beispiel bringe oder keine Ahnung. Ja, dass ich sag, ja, mach doch 30 Minuten Trouble Mine Valley, das wird einfach nicht gehen, weil es soll den gleichen zeitlichen Aufwand haben wie das Ezra Let's Play. Und zwar sieht das halt so pro Part 10 bis 15 Minuten aufnehmen und die Themen, die recherchiere ich halt so nebenbei noch, ist zwar auch zeitlicher Aufwand, aber das geht schon irgendwie. Ja, einfach mal eure Ideen in die Kommentare schreiben, also ich werde dann ja schauen, ob sie umsetzbar sind oder nicht. An dieser Stelle würde ich dann einfach sagen, rein in die Kommentare mit den Ideen. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen, hoffe, dass euch dieses kleine Gameplay im Hintergrund gefallen hat und dass ihr jetzt Bescheid wisst. Ich würde an dieser Stelle sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.